Ich traue echt F-Zero hinterher. Ich weiß nicht, ob jemals nochmal ein neuer F-Zero-Teil kommt. Und ich fände es so super, Mensch. Nach F-Zero GX, nach den Sega-F-Zeros im Grunde, ja. War ich echt ein. Ich habe das schon auf dem Super Nintendo gern gespielt, aber der GameCube-Teil war einfach und auch der N64-Teil, die waren einfach richtig, richtig awesome. Und seitdem warte ich im Grunde auf einen Nachfolger. Und schon langsam glaube ich nicht mehr dran, dass da nochmal einer kommt. Und ich habe alle Future Racer, die es da draußen gibt, ausprobiert. Die großen, die kleinen, die Indies, die Mittelstudios, alle. Aber es ist halt einfach nix F-Zero. So gern ich manche davon mag, aber es ist halt alles kein F-Zero. Ups, was ist gleich nochmal unsere Mission gerade eigentlich? Steige auf die Bergfestung. Warte mal, waren wir da nicht schon? Aber gut, steigen wir halt nochmal auf die Bergfestung. Warum nicht? Naja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich freue mich jetzt wirklich auf Hyrule Warriors. Auf diesen Breath of the Wild Hyrule Warriors Spin-off im Grunde. Da bin ich echt gespannt drauf. Und auf das neue Zelda bin ich natürlich super gespannt. Mal schauen, ob wir davon auch demnächst noch was hören. Oder zumindest wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr dann vielleicht. Keine Ahnung. Und das neue Metroid natürlich. Das ist natürlich auch interessant. Aber da wurde ja die Entwicklung quasi nochmal neu gestartet. Weil da anscheinend Nintendo nicht zufrieden war mit dem, was das neue Studio da gemacht hat. Jetzt haben sie ja wieder die Retro Studios, die ja auch schon die Trilogie gemacht haben. Das ist halt schon auch echt cool. Das ist auch wirklich eine gute Entscheidung und echt cool, dass die halt wirklich dann wahrscheinlich nach mehrjähriger Entwicklung sagen, okay, das wird nix, das machen wir nochmal neu. Und dass die das nicht dann irgendwie raushauen und rausdrängen und sagen, hier, bitte fertig, scheiße, wurscht, Kackspiel, kauft es. Sondern dass die sagen, nee, okay, fangen wir nochmal von vorne an, das wird nix. Hallo, viel zu alt für. Wie geht's? So, gehen wir mal in eine andere Welt. Oder mit 11 Sternen können wir, glaube ich, woanders hingehen. Ah ja, hier haben wir noch eine 3-Stern-Tür. Ah, das war so toll, oder? Früher. Das war so toll, diese magische, mysteriöse Überraschungsbox, die Mario 64 war. Man wusste nie, was sich hinter der nächsten Tür verbirgt. Und dann kommt schon ein Raum und ein Bild, das so thematisch erahnen lässt, was gleich kommt. Das war irgendwie toll. Jedes Mal, wenn man genug Sterne hatte für eine neue Tür, war man aufgeregt und gespannt und ja, solche Emotionen werden heutzutage gar nicht mehr gebaut. Ich glaube, das ist vielleicht, wenn ich so drüber nachdenke, mitunter ein Grund, warum ich die Souls-Spiele so mag, die Dark Souls-Reihe, weil die das noch machen. Die überraschen dich noch. Die zeigen dir nicht in der ersten halben Stunde alles, was in dem Spiel passieren wird oder alle Mechaniken, die du zur Verfügung hast oder sowas. Und die lassen dich einfach ein bisschen ins Dunkel tappen und einfach mal, ne, schau mal, Spieler, was du so entdeckst. Das finde ich gut. Das mag ich. Und nicht 100 Tutorial-Texte am Anfang, die dir quasi alles sofort erklären. Das finde ich nicht gut. Ich meine, bei Mario 64, das hat natürlich stark davon profitiert, dass das Internet noch nicht so verbreitet war.
Alle Informationen über Spiele hatte ich aus der Total oder der Endzone später und vom Schulhof. Das waren die Informationsquellen. Da war einfach alles noch ein bisschen mysteriöser und geheimer. Und heute schaut mal schnell im Internet. Das ist auch, da macht man sich selber ja auch die Spiele ein bisschen kaputt, aber widerstehen kann ich dann auch nicht. Wenn jetzt irgendwie... Bei Mario Odyssey habe ich mir im Vorfeld ganz viele Videos angeguckt, weil ich wissen wollte, was es so für Welten gibt und war dann... Also ich meine, ich war nicht enttäuscht, das stimmt nicht, aber wusste halt dann vieles schon, was eigentlich schade ist. Schöner wäre es, wenn man sich noch so drauf einlassen würde wie früher. Tja... Wie erwartet, kommt für mich die PS5 für das neue Final Fantasy ins Haus. Ja, genau. Wie auch die Gerüchte schon geteased haben. Ja. Bin gespannt. Vom Gameplay her erinnert es ziemlich ans 15er und ich mochte das Kampfsystem vom 15er gerne. Insofern hätte ich da gar nichts dagegen. Ich spiele das sich. Ich finde, es spielt sich... Gut, aber es spielt sich sehr originalgetreu. Ich habe bis jetzt nur Mario 64 angespielt, sonst nix. Aber es passt. Die hätten, finde ich, ruhig ein paar Anpassungen an den Controller machen können. Die Kamera hätte man modernisieren können, zum Beispiel. Eigentlich ist das das Einzige. Die Kamera hätte man modernisieren können, dass man die wirklich über den rechten Stick frei bewegen kann und nicht nur die Stufen. Das wäre ein cooles Upgrade gewesen. Aber grundsätzlich... finde es halt die drei Spiele ohne großartige Veränderungen. Ich habe gehört, aber ich habe es noch nicht gespielt. Aber da habe ich am Anfang gar nicht dran gedacht. Aber Mario Sunshine, da ist wohl die Steuerung ein bisschen verändert, weil die Schultertasten von der Switch, auch vom Pro-Controller, sind ja nicht mehr verschiebbar. Also die haben ja nur noch einen Drück- oder Nicht-Drück-Zustand und ne, keine Stufen, so wie früher am GameCube. Und deswegen kann man den Wasserstrahl scheinbar nicht mehr über die Schultertaste so einfach regulieren. Und auch nicht, wenn man einmal nur leicht drückt, so dieses Pfff machen. Ich weiß nicht, wie die das gelöst haben, wie die das verändert haben. Aber, ja. Auch durfte das Sunshine den GameCube-Controller nicht unterstützt. Ja, komisch, ne? Da gibt's schon die Möglichkeit dafür quasi. Und dann, komisch. Naja, tauche in das Schiffwrack. So, jetzt kommen wir in das Level, das mir damals als Kind echt Angst gemacht hat. Ich fand das super gruselig. Dann noch mit diesem Aal da unter Wasser. Verdammt. Das war richtig spooky. Witzigerweise hat das für mich nicht... Das war nicht sehr viel anders vom Erleben her wie Resident Evil 2 dann, ein paar Jahre später. Ich meine, da waren ja auch so frei erkundbare 3D-Welten. Das allein war ja schon irgendwie was Aufregendes und Besonderes. Und dann noch so was Mystisches, Gruseliges hier. Man kann ersticken, wenn man nicht schnell genug ist. Gibt irgendwie einen bösen Monster-Aal in der Wand, der einen böse anguckt. Das war schon alles sehr aufregend. Au, und sogar die Muscheln kicken ein. Moment, was ist unser Missionsziel? Schiffswrack. Ah ja. Aber da ist ja der Aal. Verdammt. Oh, ich glaube, ich sterbe. Wir ersticken! Nein! Angeblich ist es ja ein Emulator und kein Remake. Nee, das stimmt nicht ganz. Also das kann es nicht sein, weil manche Texturen eindeutig ausgetauscht wurden. Aber halt nur manche. Marios Augen zum Beispiel, ganz komisch, aber nur seine Augen haben eine neue Textur bekommen. Und ich habe hier noch ein Bild. Hier sieht man es nämlich sehr schön von Game Explain. Ja, dieses Buhu-Bild zum Beispiel wurde ganz klar ausgetauscht. Das ist nicht einfach nur höher auflösend, weil dadurch würde das Bild nicht... Ne, das ist von der Auflösung her ganz anders als der Rest des Spiels. Also die haben da offensichtlich schon drin rumgepfuscht, aber halt wirklich nur mit der Pipette, mit der Pinzette so einzelne Sachen. Ganz komisch.
Ganz komisch. Die Texturen werden scheinbar vom Emulator on the fly ausgetauscht. Ach so, ja gut, das kann natürlich schon sein. Aber ist das dann nicht trotzdem irgendwie remastered? Wenn, auch wenn es ein Emulator macht, aber es wurden ja Texturen ausgetauscht. Insofern ist es doch technisch gesehen remastered. Auch wenn es der Emulator macht. Ich weiß nicht, wie ich den Aal da rauskrieg. Das ist jetzt meine eigentliche Sorge. Remastered, ja, aber kein Remake. Nee, nee, das stimmt. Ein Remake ist es auf keinen Fall. Eher ein ROM-Hack. Ja. Aber ist es ein Hack, wenn die Originalentwickler ihr Originalspiel nehmen und dann ist es ja, technisch gesehen auch nicht wirklich ein Hack, oder? Muss für ein Hack nicht irgendwie was, aber das weiß ich nicht. Vielleicht. Na gut. Kann eh sein. Wow! Mario, was machen wir hier eigentlich? Oh oh. Ich bin ehrlich gesagt nur froh, dass Mario 64 und Mario Galaxy, und Mario Sunshine nehme ich von mir aus dann auch, wenn es sein muss. Nein, so schlecht ist Mario Sunshine nicht. Aber ja, genau, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Aber dass es die Spiele jetzt für die Switch gibt, in welcher Form auch immer. Ich hätte mir wirklich, wenn es noch wie hieß der früher? Naja, den Shop mit den ganzen Retro-Spielen noch geben würde, hätte ich mir die sowieso auch so gekauft. Jetzt tauchen wir noch einmal zum Schiffswrack. Wenn der Aal dann nicht rauskommt, dann gehen wir woanders hin. Wir haben, glaube ich, genug Sterne, um noch ein, zwei andere Welten uns anzugucken. Ich muss mir das hier nicht bieten lassen. Diesem Aal. Nimm doch den Panzer! Nein, die Muschel macht gleich zu. Ah! Ah. Mario atmet übrigens Münzen. Fun Fact. Ja. Oh, das war ein kurzer Spaß. Ich glaube, das braucht man, um irgendwie aus dem Wasser zu springen irgendwo, oder? So habe ich das zumindest in Erinnerung. Wie so ein Delfin. Komm her, Aal, friss mich! Ich glaube, ich habe nie verstanden, unter welchen Bedingungen der Aal aus der Höhle kommt. Schon damals nicht, aber manchmal kommt er raus. Ich weiß nur nicht wie. Ich habe das leider noch nicht eingestellt, Clute, dass alle Emojis... Es kommen alle verschiedenen. Also von jedem Emoji kommt einer auf dem Bildschirm. Aber leider immer nur einer. Das muss ich noch feintunen. Ich verstehe es wirklich nicht. Wetten, da kann man irgendwie Damage boosten oder sowas, wenn man es richtig macht. Müsste ich mir mal wieder einen Speedrun angucken oder so. Mario, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich glaube, wir sticken jetzt hier unten. Ich will dich nicht beunruhigen. Aber wir haben nicht mehr so viel atembare Münzen.
Ich weiß es nicht mehr. Ein Rätsel, das wir wohl nie lösen werden. Jetzt hätte ich das auch eingeschätzt, Metatron, aber keine Ahnung. Ich kenne die Definition von dem Begriff Hack nicht. Noch dazu ist der bestimmt in der Modder-Szene anders belegt als in anderen Bereichen. Insofern, wer weiß. Genau, so funktioniert's. Yeah! Das ist awesome. So muss das sein. Dankeschön für die Emoji-Band. Ich finde das wirklich cool. Okay. Mario, jetzt zeigen wir es diesem Aal. Ah, der Aal ist rausgekommen. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe wirklich nicht, wie der funktioniert. Keine Ahnung. Aber jetzt können wir in sein Häuschen. Ich hab's nie verstanden, wie der funktioniert. Manchmal schwimmt er raus und manchmal nicht. Und wenn er raus schwimmt, ist es gut. Wenn nicht, ist es nicht so gut. Oh, Luftblase. Ja, gib her. Oh, Gott sei Dank. Er atmet nämlich auch Luft. Er kann sowohl Münzen als auch Luft atmen, der Mario. Er ist schon ein Hund. Jetzt bin ich gerade von der Kante abgeprallt und deswegen über die Schatzkiste geglitscht. Wenn das passiert, wenn man gerade wenig Luft hat, ist das ein bisschen ärgerlich. So. Damn it. Okay, aber jetzt gibt es nur noch eine richtige Möglichkeit. Stimmt, das Schiff taucht ja jetzt auf, ne? Weil wir die ganze Luft aus den Schatzkisten rauslassen und jetzt wird das Schiff da doch hochgeschwemmt. Oder so. Irgendwie sowas. Naja. Schnell, wenn wir uns beeilen, können wir uns ein paar Sprünge sparen. Ah, aber so nicht. Ah. Jetzt stelle ich nicht so an. So, danke. Ta-ta-ta-ta-ta. Hallo, Mr. Hawkeye. Du bist noch am Gedanken, deine Mario-Games wieder auszupacken. Also, ich habe Mario 64 wirklich schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich habe das auf dem N64 sehr viel gespielt, aber das ist halt auch schon jetzt über 20 Jahre her. Und habe dann das DS-Remake. Das DS-Remake, das übrigens echt besser war als das da. Warum haben die nicht das DS-Remake irgendwie auf... Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, das DS-Remake habe ich nochmal gespielt, aber nicht sehr ausgiebig. Das war's eigentlich. Glaube ich. Deswegen freue ich mich gerade schon wieder, das zu spielen. Ein DS oder 3DS war das? Ich glaube, DS war das noch, oder? Mario 64 DS, wenn mich nicht alles täuscht. Das war eigentlich, das ist wahrscheinlich die beste Mario 64 Version. Mario 64, Super Mario 64 DS heißt das auch wirklich. Da gab es nämlich auch noch Mario, Wario und Yoshi zum Freischalten als Charaktere. Und hatte auch irgendwie schönere Grafik. Das war wirklich ein Remake, glaube ich. Das war wirklich ein Remake, so ziemlich. Das hätten die doch bitte mal wenigstens als Option hier mit draufpacken können, oder? Das hatte auch einen Multiplayer noch dazu. Stimmt, fällt mir gerade ein. Cool, cool. Die Steuerung war scheiße. Okay, da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Das kann sein. Die All-Star-Box. Ich will das irgendwie verpacken lassen, weil es wird ja nur limitiert produziert. Ach, verpackt lassen. Ach so, jetzt verstehe ich. Du hast die schon, aber willst sie nicht aufreißen. Ich meine, theoretisch
Ich meine, das ist eine super Geldverschwendung und du weißt, was ich gleich sagen werde und das ist bescheuert. Aber theoretisch könntest du ja quasi diese original verpackte Collector's Edition behalten, weil die vielleicht irgendwann mal super viel wert ist und stattdessen das Spiel nochmal digital kaufen. Es ist ein Vorschlag. Könnte man machen. Tja. Na gut. Lock den Aal Kano heraus. Na dann. Oh, ich habe es diesmal übrigens zufällig zum ersten Mal in meinem Leben geschafft, dass ich tatsächlich eine neue Konsole auf Amazon erfolgreich vorbestelle. Es war normalerweise nie ein großes Problem, weil normalerweise kriegt man die am Release-Tag in nicht allzu großen Städten, in irgendwelchen Mediamärkten oder so ohne Probleme noch die Geräte. Ich hatte da nie Schwierigkeiten, aber diesmal habe ich tatsächlich eins vorbestellt. Eine PS5. Ich dachte nicht, dass das möglich ist. Ich habe nämlich immer gedacht, in Wirklichkeit gibt es die Konsolen auf Amazon immer gar nicht. Die erscheinen dann nie wirklich zum Bestellen. Die hauen dann immer nur am nächsten Tag die Meldung raus und sagen, ja, alles ausverkauft in 10 Minuten. Und ich denke mir dann immer so, ja, klar war alles ausverkauft in 10 Minuten. Die 5 Stück, die es gab bei euch. Logisch. Aber nee. Habe ich jetzt den Alcano schon rausgelockt? Oh, anscheinend! Mario? Wir müssen jetzt echt. Nein, Mario, du bist der schlechteste Unterwasserschwimmklempner aller Zeiten. Wahrscheinlich ist er der beste Unterwasserschwimmklempner aller Zeiten, so ziemlich. Die Reseller sind auch immer scheiß schnell dabei, das Angebot wegzukaufen. Das stimmt. Ist das eigentlich bei Amazon nicht limitiert auf ein pro Person oder sowas? Zumindest beim Mediamarkt habe ich nämlich gesehen, war es tatsächlich limitiert. Finde ich sehr gut. Konnte man tatsächlich nur eine PS5 pro Profil zumindest vorbestellen. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Die Geschichte zeigt, dass das durchaus vorkommt. Sowohl bei den Xboxen als auch den Playstations, dass die erste Edition nicht unbedingt immer perfekt ist. Da hast du schon recht. Meine PS4 habe ich auch erst ziemlich spät gekauft. Ich habe halt einfach ehrlich gesagt die PS5. Ich hätte privat auch länger gewartet, aber für den Kanal habe ich mir halt gedacht, ist es schon gut, wenn ich die von Anfang an habe. Ich habe zum Beispiel vor, Demon's Souls Lore-Videos zu machen und da ist es schon gut, wenn ich das Spiel auch wirklich dann besitze, remastert und spielen kann und aufnehmen kann gut und für die Zukunft möchte ich und brauche ich dann die PlayStation 5 sowieso. Also warum nicht gleich? Wobei ich echt sagen muss, es ist schon ein bisschen mehr schade ums Geld. 500 € sind schon verdammt, verdammt, verdammt viel Geld. Ein Gerät, das ich jetzt gar nicht so. Ne, es gibt. Ich habe mir auch. Ich weiß nicht, ob ihr die Zack McCracken-Folge heute geguckt habt. Ich glaube, heute ist die online gegangen. In der schaue ich so ein bisschen auch die PS5 Release-Listen durch. Und zumindest zum Start gibt es, abgesehen von dem Demon's Souls Remastered, kein einziges Spiel, das mich wirklich interessiert. Und das ist echt eigentlich ein bisschen doof für eine neue Konsole. Die kaufe ich mir jetzt, damit ich ein 20 Jahre altes Spiel drauf spielen kann. Genauso wie ich es jetzt gerade mit der Switch mache im Grunde. Also, warum nicht? Aber ich meine, für das neue God of War alleine wird sich's für mich dann schon rentieren. Weil die Reihe, also, das stimmt nicht ganz, aber seit dem vierten Teil mag ich die Reihe wirklich gerne. Ich wollte gerade sagen, die Reihe mag ich wirklich gerne, aber ehrlich gesagt finde ich die Originaltrilogie ganz schön bescheuert. Aber den vierten Teil finde ich richtig gut. Der hat mir wirklich gut gefallen. Finde die 8 roten Münzen. Kann ich noch mal raus? Muss ich das machen? Okay, von mir aus. Ich hasse diese 8 roten Münzen immer.
Ich glaube, ich hänge in dem Zapfen. Okay, wow. Das war ein glitchiger Glitch. Naja, muss ich schon drüber. Das Spiel macht gerade komische Sachen. Okay. Gut gemacht, Mario. Aktivieren wir die Kanonen. Das ist immer gut. Für mich rentiert es sich schon für Spider-Man. Final Fantasy kommt ja dann auch irgendwann mal. Das stimmt. Du hoffst, dass Kojima weiterhin Sony treu bleibt. Ich meine, es sieht so aus, als würde tatsächlich mittlerweile fast alles auch für den PC kommen. Weil das war immer bei allen Trailern, die wir am Mittwoch gesehen haben, am Mittwoch war es, ja genau, war eigentlich immer so exklusiv für PS5 und unten mit so einem Sternchen und PC. Insofern gibt es fast nur noch Konsolen-Exklusivitätstitel und das wird bei zukünftigen Kojima-Spielen, egal für welches System, die kommen wahrscheinlich dann auch so sein, denke ich mal. Aber Spider-Man ist ja wirklich ein Sony-Spiel, ne? Das wird dann auch... Ich meine, ich habe das erste Spider-Man für die PS4 nie gespielt. Ich habe das aber sogar. Ich heb mir das aber auch für den nächsten 24-Stunden-Stream. Und vielleicht, es sieht halt so aus wie ein Spiel, das mich nicht interessiert oder das mir nicht gefällt. Aber vielleicht täusche ich mich. Es kann ja gut sein. Wäre nicht das erste Mal. Und wenn ich es dann spiele, denke ich mir, oh mein Gott, crazy shit, ist das geil. Und dann freue ich mich auch auf den Nachfolger für die PS5. Aber bis jetzt ist es halt so... Ja... Ah, ich habe zu viel riskiert. Ich wollte cool sein. Ich wollte einmal zu den coolen Kids gehören. Und dann... Dann sowas. Ich dachte, man kann mit dem Panzer aus dem Wasser springen. Bringe ich da was durcheinander? Ist das ein anderer Teil oder... Hm, vielleicht. Aber ich glaube, man kann auch irgendwie einen Move machen, dass man schneller wird, ne? Ich habe das... Ich... Keine Ahnung. Ein Spider-Man ist ein schwaches Batman. Okay. Ja, ich meine, es ist auch... Dieses Kampfsystem wirkt für mich, für meinen Geschmack und dieses ganze... ist einfach zu schnell und zu actionreich. Das macht mir erfahrungsgemäß keinen Spaß, wenn was zu schnell und zu actionreich ist. Ich mag da eher so ein bisschen langsamere, bisschen taktischere Sachen. Und so schnelles Knöpfchen drücken ist nicht meins. In der Regel. Und so schätze ich Spider-Man ein. Das ist mir auch bei den Batman-Spielen. Das Kampfsystem gefällt mir auch bei den Batman-Spielen nicht. Obwohl es da ein bisschen langsamer und taktischer ist und ich das besser finde. Aber ja, genau. Nö. What? What? Oh mein Gott, hier passieren Sachen. Was ist denn hier eigentlich los? Kann man da nicht mehr rein jetzt? Oder wie jetzt? Scheinbar nicht. Na gut. Okay, wie auch immer. Ich glaube, wir müssen jetzt runter zum Aal. Befürchte ich. Ja, jetzt müssen wir nur noch wieder lebendig nach oben. Und dann... Ah, nochmal aufs Schiff kommen. Ah, ja, gut. Aber dann haben wir es. Die Batman Arkham Trilogie fand ich ja schon sehr cool. Ich fand damals vor allem den ersten gut. Der ist halt so ein bisschen Metroidvania und die anderen sind halt eher open-worldiger. Aber
Ich habe das jetzt mal wieder gespielt vor kurzem. Die Steuerung ist irgendwie echt scheiße im ersten Batman, finde ich. Also, boah, habe ich anders in Erinnerung auf jeden Fall. Hat sich auch stark verändert innerhalb der Trilogie. Ich komme nicht mehr da hoch. Muss ich überhaupt da hoch? Ja. Aber ja, ich finde auch, Asylum war schon, finde ich, auch das Beste eigentlich. Aber wie gesagt, aus heutiger Sicht finde ich die Steuerung echt nicht mehr gut irgendwie. Oder bin nicht mehr reingekommen zumindest, keine Ahnung.